Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier im Stein im A-Podcast. Wir sind im Planet Ether Gym in Balingen. Peter, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Danke, dass wir hier sein dürfen. Daniel ist auch wie immer da. Und ja, Mann, die erste Frage gleich an dich. Du hattest ein sehr aufregendes Wochenende hinter dir. Warst mit Arjan bei Octagon, mit Nenad natürlich auch. Wie war es für dich? Wie geht's dir? Konntest du ein bisschen abschalten, runterkommen? Ja, also erstmal, bevor ich die Frage beantworte, herzlich willkommen in Balingen. Danke. Gut, euch hier zu sehen. Tom, auch dich wieder gut zu sehen, nach langer Verletzungs- und Krankheitsphase wieder zurück auf den Beinen. Das ist gut, wichtig, das ist wichtig. Wir freuen uns, dass es mit dir wieder vorwärts geht. Wir wollen dich ja auch mit an die Spitze bringen und unterstützen. Deshalb schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Und ja, zu deiner Frage. Am Wochenende war Octagon 55 in Stuttgart. Wir waren mit zwei Kämpfern am Start. Also Arjan Topalay, unser hauseigener Kämpfer, den wir hier wirklich von Tag 1 aufgebaut haben. Und Nenad Avramovic, den meisten deutschen Fans wahrscheinlich hier unbekannt. Ich nenne den immer den verlorenen Sohn. Kann ich später auch noch mal ein bisschen was zu ihm erzählen. Die beiden waren auf der Fightcard. Arjan hatte eine vernünftige, eine gute Vorbereitung. Also wir wussten schon Monate vorher, dass er kämpft. Bei Nenad war es Ultra Short Notice. Der ist mit nur 2 Tagen Vorlauf eingesprungen. Deshalb war das halt sehr spannend. Aber unterm Strich war es ein Bombenwochenende, weil ich meine, Arjan hat seinen Gegner in 36 Sekunden K.O. gehauen, war auf jeden Fall der Mann des Abends. Hat sogar Christian Jung wird die Show gestohlen, finde ich. Hat den Performance-Bonus bekommen, ist mit fucking AZ und Dardan in den Cage gelaufen und danach mit Ferrari in die Nacht von Stuttgart reingefahren. So. Also ich glaube, da kann man wirklich von der perfekten Performance sprechen. Ja. Und das ist für mich natürlich als Trainer, ich freue mich immer, wenn meine Jungs gewinnen und abliefern, aber wenn es halt einer von denen ist, die man seit Tag 1 begleitet hat und aufgebaut hat, dann ist es nochmal was anderes, wie wenn man, sag ich mal, so einen halbfertigen Kämpfer bekommt, der dann hier irgendwann mal zu uns wechselt. Das dauert dann ein bisschen, bis man so eine Verbindung aufbaut, wie mit einem Jungen wie Arjan, den ich wirklich als Teenager reinbekommen habe und von null auf wie so ein weißes Blatt quasi das Kunstwerk bemalt habe. Und dann ist es vom Gefühl her, wie wenn man selber gewinnen würde, wenn nicht sogar noch schöner. Also ich bin richtig emotional geworden. Das wollte ich gerade fragen. Was würdest du sagen, ist es emotionaler für dich, neben dem Cage zu stehen oder in dem Cage? Weil ich weiß noch, ich glaube, das war gegen Saunders, wo du deine Hand, glaube ich, gebrochen hast. Da hat man gemerkt, du warst auf dem Käfig und dann so, ah, es wurde dann gecheckt, das hat meine Hand ist gebrochen. Aber, falls ihr jetzt vielleicht gesehen habt, beim Kampf von Arjan war es auch cool, weil man hat auch so eine Sequenz gesehen, wie du da explodiert bist. Ja. Also beides sehr emotional, wenn du das vergleichen würdest. Es ist anders. Es ist anders, aber ich sag mal, von den Gefühlen her, es ist ähnlich intensiv tatsächlich. Was ich als Kämpfer immer gerne gemocht habe, ist das Gefühl zu wissen, dass man selber in der Hand hat. Ich sag mal, also klar, du hast dein Team, mit dem du dich vorbereitest, dein Team, was mit dir in der Ecke ist und so, aber am Ende des Tages stehst du allein im Cage und du bist auch ganz allein verantwortlich für alle Aktionen, die da passieren, und das mochte ich immer. Also das hat mir immer, ich habe auch lange Fußball gespielt und das hat mich manchmal genervt, wenn dann meine Teamkameraden nicht so viel Ambitionen hatten wie ich. Das ist im Cage halt nicht so. Ja, du machst es, aber du musst natürlich dann auch mit den Konsequenzen leben, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und diese Kontrolle zu haben, das fand ich halt immer gut. Und zum Ende meiner Karriere, wo ich dann schon eine Menge Erfahrung habe, muss ich sagen, dass ich tatsächlich weniger nervös war wie jetzt als Trainer, sage ich mal. Eben dadurch, dass ich diese Sicherheit, die Routine hatte und so, war ich eigentlich immer relativ cool vor meinen Fights und nicht so nervös. Und jetzt bei den Kämpfern, wo ich halt weiß, okay, da geht es jetzt um viel, ich weiß vielleicht auch, oh, das war jetzt auch bei Arjan, das wissen natürlich die wenigsten, aber es ist selten mal, dass ein Kämpfer komplett ohne Verletzungen in den Kampf geht. Und ich sage euch, wenn der Gegner dem einmal aufs Schienbein getreten hätte, dann könnte es gut sein, dass der Kampf halt vorbei wäre, weil Arjan hat halt eine krasse Verletzung am Schienbein, hat ihn die ganze Vorbereitung behindert, und das läuft natürlich als Trainer alles einem durch den Kopf, okay, das könnte passieren, was ist, wenn das passiert, und die Nervosität ist auf jeden Fall größer, und dementsprechend, wenn es dann läuft, dann ist der Abfall dieser Anspannung noch größer, sage ich mal, und jetzt, also bei Arjans Kampf bin ich völlig ausgerastet, so, muss ich echt sagen, also ich weiß nicht, ob mir dann eine Fliege ins Auge geflogen ist oder ich wirklich ein Tränchen vergossen habe, aber ich habe mich so für den Jungen gefreut. Das war echt ein schöner Moment. Ja, unglaublich. Wir haben es davor ganz kurz so ein bisschen besprochen, wie sehr du jetzt unterwegs bist. Erzähl mal vielleicht auch davon. Wir wissen natürlich, dann ist das Video oder der Kampf schon gelaufen.
mit Sean unterwegs, dann mit Waldrin in Dänemark Veranstaltungen. Wie findest du diesen Globetrotter-Lifestyle, dass du die ganze Zeit unterwegs bist? Ich liebe diesen Lifestyle. Das ist genau das, was ich gern machen wollte. Und ich habe mir das ja hier, sage ich auch mal, über die Jahre ein Stück weit so aufgebaut und ausgesucht. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist immer einfacher. Das ist es nicht. Es ist nicht einfach. Vor allen Dingen ist es nicht einfach, das mit der Familie unter einen Hut zu bringen. Ich habe 3 kleine Kinder zu Hause. Und meine Frau ist öfter mal halt alleine mit den Kindern. Und da wäre ich natürlich gerne, ein Stück weit will ich überall sein, aber geht halt eben nicht. Meine Frau hat es Gott sei Dank sehr gut im Griff und wir haben familiär einfach Weltklasse Support, sowohl von meiner Familie als auch von ihrer Familie. Und ich sag mal, das Gute ist jetzt, wenn man das familiär betrachtet, unter der Woche, wenn ich dann hier bin, so meistens von Montag bis Donnerstag, Montag bis Freitag, wenn ich hier bin, ich habe immer eine lange Mittagspause. Also ich komme meistens morgens früh ins Gym rein, sehr früh, 6., 7. bin ich hier und dann arbeite ich so bis 12. Dann hole ich die Kinder ab vom Kindergarten und dann bin ich wieder bis zum Abend zu Hause. Also ich verbringe jeden Tag 4-5 Stunden mit meinen Kindern. Und das macht ein durchschnittlicher Vater, der 9-to-5 arbeitet, Luxus, ja. Der hat auch nicht mehr Zeit. Der hat wahrscheinlich sogar eher weniger Zeit. Ja, der hat dann vielleicht die Wochenenden, die bei mir dann weg sind. Aber von dem her passt es, weil ich habe Gott sei Dank das Tagesgeschäft hier im Gym habe ich so weit aufgestellt, dass es eigentlich ohne mich läuft. Also die ganzen internen Prozesse, Kundengewinnung, Marketing, die ganzen Kurse für Kinder, für Jugendliche, für die Hobbysportler, damit habe ich im Prinzip gar nichts mehr zu tun. Ich kümmere mich wirklich nur noch rein ums Wettkämpferteam und die trainieren einfach morgens um 10 und abends um 18 Uhr und zu den Zeiten bin ich dann auch halt meistens auf der Matte und dazwischen habe ich Zeit für die Familie, deshalb kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. Meine Frau ist auch zufrieden und von dem her passt alles. Und dann habe ich, sage ich mal, den Luxus, dass ich trotz Familie diesen MMA-Lifestyle halt eben leben kann. Aber klar, es ist krass, weil früher sind wir halt irgendwie alle 2 Monate mal auf einen internationalen Kampf gefahren oder mal nur 2-mal im Jahr. Und jetzt ist es fast jedes Wochenende, sage ich mal. Und das ist natürlich schon heftig. Und wenn ich mal hier in meinen Terminkalender ihr seht's nicht, aber rüberschau, aber der ist komplett voll. Ja, also da ist es wirklich jedes Wochenende und es ging irgendwie im Februar los. Krass. Im Februar ging es los und dann sind wir ich bin jetzt nicht bei jedem Fight dabei. Also mittlerweile tue ich da halt auch schon so ein bisschen aussortieren und sag halt, okay, es gibt halt Jungs, die brauchen mich nicht unbedingt und jetzt auch gerade bei den Amateurkämpfen oder bei den Kämpfen, die jetzt in Anführungszeichen nicht so wichtig sind, wobei das ist natürlich auch schwer immer zu sagen, jeder Kampf ist wichtig, weil um auf dieses Level zu kommen, muss man auch hier performen, aber ich bin lang, das geht nicht mehr, dass ich bei jedem Kampf dabei bin, aber die wichtigen suche ich mir natürlich aus und es ist trotzdem fast jedes Wochenende und jetzt steht London an, nächstes Wochenende ist Kopenhagen, das Wochenende darauf kommentiere ich UFC 300 in München, das Wochenende darauf kämpft Waldrin in Ljubljana und wenn ich zurückblicke, hatten wir Octagon Stuttgart, ich meine, das war ein Heimspiel, das war ganz angenehm, das Wochenende davor war, da hatte ich ein Wochenende tatsächlich frei, da war mal wandern mit den Kumpels, an dem Wochenende davor war Wheel of MMA in München und direkt danach UFC kommentiert in München. Am Donnerstag war PFL in Paris mit Florim. Und davor war ich mit Dennis in Mexico City bei UFC. Und da davor war auch nochmal irgendwas. Also und das sind Wochenenden, ne? Ja, darf man nicht vergessen. Es ist nicht so, dass du nur am Wochenende arbeitest, sondern kommt zusätzlich einfach nochmal dazu. Das ist ja das Krasse. Ja, das sind Wochen, dann wenn die anderen eigentlich chillen, ist halt High Life und unter der Woche haben wir hier unser normales Pensum, unser normales Programm. Aber wie gesagt, Gott sei Dank haben wir hier mittlerweile so ein starkes Team, dass die Aufgaben gut verteilt sind und kriegen wir ganz gut gewuppt. Das Gefühl hat man auf jeden Fall auch an alle draußen. Ich meine, ihr kennt das Planet Eater sehr, sehr wahrscheinlich, aber kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Wirklich eine tolle Atmosphäre und ich glaube, das ist auch etwas, was euch auszeichnet. Du hast es angesprochen, ihr seid wie eine geölte Maschine quasi, die Abläufe sind perfekt. Aber so war es ja, oder was heißt, so war MMA Deutschland ja noch nicht immer, beziehungsweise hier nicht. Deswegen, ich würde auch gerne über deine Anfänge sprechen, weil ich glaube, das erste Seminar, das Tom und ich zusammen gemacht haben, war sogar bei dir, damals in Braunschweig, das du gegeben hast. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da war, da hattest du mal erzählt, für deinen ersten UFC-Kampf hast du dich irgendwie in der Jugendfreizeithalle irgendwie vorbereitet mit den Kumpels. Also diese Entwicklung, kannst du uns da mal mitnehmen, wie es bei dir quasi am Anfang war und jetzt. Das mag man eigentlich gar nicht glauben, wie das halt früher gelaufen ist, aber ich komme wirklich, obwohl ich mit 37 noch, sage ich mal, relativ jung bin,
ich habe sehr früh mit dem Sport angefangen. Also ich habe meinen ersten Profikampf, früher gab es keine Amateurkämpfe, meinen ersten MMA-Kampf, damals hieß es noch Free Fight, den habe ich im zarten Alter von 16 Jahren gemacht in Leipzig. Und es war tatsächlich so, also ich hatte schon immer eine Affinität zum Kampfsport. Mein Opa war Boxer, also ich wurde von Kindesbeinen an im Boxen trainiert. Als wir dann nach Deutschland gekommen sind mit der Familie, also nach Balingen, es gab nur einen Judo-Verein. Und da habe ich Judo trainiert und auch viel gekämpft und habe es auch gerne gemacht und war relativ gut darin. Dann bin ich irgendwann mal zum Taekwondo gewechselt, bis zum Braungurt. Also ich hatte einen Martial-Arts-Background und ich habe mein ganzes Leben lang Kampfsport gemacht. Aber tatsächlich im Fitnessstudio hat mich da mal einer angesprochen und hat mir erzählt, er macht Free Fight. Und hat gesagt, das ist sowas wie Street Fight, nur im Cage und sowas. Und dann habe ich so, wow, darf ich mal mitkommen ins Training und so. Und hat er noch gesagt, das vergesse ich nie. Hat er gesagt, nee, Peter, das ist nichts für Pisser wie dich. Ja, okay, schade. Aber dann bin ich ihm immer in den Ohren gelegen. Der war halt 5, 6 Jahre älter als ich, ein Junge aus der Nachbarschaft. Bin ihm immer in den Ohren gelegen und dann hat er mich halt mal mitgenommen zum Free Fight. Und das waren so ein paar Jungs, die aus dem Selbstverteidigungsbereich kamen, also Krav Maga, Straßenkampf, die dann sozusagen angefangen haben, eine kleine Trainingsgruppe, die angefangen haben, Free Fight zu trainieren, weil die waren auf einem Seminar irgendwo in Belgien, Krav Maga Seminar, und da wurde am Abend gekämpft und dann haben sie unter Free Fight Regeln gekämpft und dann haben die gesagt, boah, da wollen wir halt auch mal mitmachen, und so hat sich das entwickelt. Also ich hatte das große Glück, muss man sagen, dass es hier in diesem kleinen Dorf, wo ich herkomme, wirklich eine Trainingsgruppe gab, die Free Fight trainiert hat sozusagen, und da habe ich mich halt angeschlossen. Und ja, wir hatten halt nur zweimal die Woche Training. Da war ich dann natürlich immer dabei, habe dann halt auch relativ früh angefangen, Kämpfe zu machen, weil durch meinen Background, ja, ich habe ein bisschen geboxt gehabt mit meinem Opa, Taekwondo, Braungurt, im Judo war ich wirklich, da war ich sehr stark, da war ich auch im Landeskader, hunderte Wettkämpfe gemacht als Jugendlicher, also da hatte ich eine gute körperliche Basis, ich war relativ kräftig und ich war so, hatte so eine gewisse jugendliche Grundaggressivität, hatte Bock, mich zu messen und war so, ich sag mal, so ein Schweinehund. Ich wollte es allen beweisen und auch in jedem Sparring und so habe ich keinen Zentimeter nachgelassen und so. Und diese Mentalität habe ich dann irgendwie mit in die Wettkämpfe genommen. Und wir sind erstmal auf ein Grappling-Turnier gefahren. Da habe ich dann gegen einen aus Leipzig eben gekämpft und sein Trainer hat mich gefragt, ja, willst du mal bei uns auf der Show kämpfen? Und es war Marco Tschörner, die wenigsten werden ihn kennen, aber ist auch so eine Free-Fight, sag ich mal, Urgestein, Legende aus dem Osten, der damals mit die größten Free Fight Veranstaltungen gemacht hat. Damals hieß es Free Fight Championship. Ja. Und es waren damals schon relativ große Kämpfe mit 2.000, 3.000, 4.000 Zuschauern. In welchem Jahr war das dann ungefähr? 2003. Okay, ganz. Da habe ich meinen ersten Kampf gemacht mit 16 Jahren in Leipzig gegen irgendeinen Hooligan eben von da. Im Prinzip Valetudo-Regelwerk mit Headbutts, mit Stompkicks, mit Knien zu kommen, am Boden, Soccerkicks, Haare ziehen war erlaubt und so. Ja, Haare ziehen war erlaubt. Und da habe ich in diesem Milieu, sag ich mal, meine ersten Fights gemacht und ich habe alle weggehauen, weil im Gegensatz zu den Hools hatte ich halt Submissions aus dem Judo. Und die waren zwar alle, das waren starke Männer, Klopper, die waren alle hart, aber keiner wusste, was eine Guillotine ist, was ein Armbar ist und so. Und ich habe die Leute einfach reihenweise submitted und viele von diesen Fights sind auch nicht irgendwie bei Sherdog oder Tapology gelistet, weil das waren wirklich in Anführungszeichen Underground-Fights. Hinterhof anscheinend. Ja, genau, muss man halt echt so sagen. Und das waren halt meine Anfänge und dann ist es halt, sag ich mal, auch professioneller geworden. Mein Training ist halt professioneller geworden. Ich bin dann mal nach Frankfurt zum Training gefahren, zu Franco De Leonardis. Das war damals so eine BJJ-Legende in Deutschland. Dann bin ich mal nach Polen gefahren zu den Berserkern und habe dort ein Trainingscamp gemacht und habe mal angefangen, links und rechts ein bisschen zu schauen. Habe dadurch viel halt gelernt, dieses Wissen mit nach Hause genommen, hier dann, sag ich mal, an meine Jungs weitergegeben. Und so hat sich das halt Schritt für Schritt entwickelt und ja, ich mache das jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren. Und tatsächlich dann irgendwann mal, ich weiß es noch wie heute, ich war mit meinen Kumpels in Bulgarien im Saufurlaub, ja, und da hat mich mein ehemaliger Manager Tim Leidecker angerufen. Ich hatte damals noch eigentlich nicht wirklich was mit ihm zu tun. Und der hat mir gesagt, ey, hättest du mal Lust, bei KSW zu kämpfen? Und KSW war damals noch eine Diskothekveranstaltung. Also das war nichts große Hallen und so. Die haben in der Disco in Warschau ihre Fights gemacht. War mir aber natürlich halt trotzdem schon ein Begriff. Damals gab es auch schon mal mit Kalidov und so weiter. Und Daniel Weichel hätte gegen den Bruder von Kalidov kämpfen sollen. Weichel hat sich damals verletzt und ich habe sozusagen den Platz von Weichel eingenommen. Aber es war halt irgendwie in der Woche und ich war gerade in Bulgarien.
Und da habe ich gesagt, okay. Vor allem nicht im fitten Zustand. Nicht im fitten Zustand. Das war wirklich ein Partyurlaub und ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war 18, 19 Jahre alt so, ja. Ich habe aber gesagt, so wie meine Mentalität halt damals war, habe gesagt, ja, let's go, bin nach Hause geflogen, irgendwie nochmal 2 Tage trainiert, dann nach Polen gefahren und dann habe ich halt tatsächlich den Typ in der 3. Runde mit Highkick halt runtergeholt, mit Ground and Pound nachgesetzt, habe einen TKO geholt und dann hatte ich eine gute Serie von, weiß ich nicht, ich war glaube ich 9-1 oder sowas und alles vorzeitig gewonnen. Und da kam die UFC nach Deutschland. 2000, hier hängt das Oberhausen Plakat. Oberhausen müssen es. Nee, Köln. Ach, 2008 im Hauptkampf Rich Franklin gegen Wanderlei Silva. Die wollten einen deutschen Kämpfer haben. Und so habe ich dann meine Chance bekommen. Und ich weiß es noch, ich habe noch im Kinderzimmer gewohnt. Ich habe morgens ich war zu der Zeit noch Azubi. Ich habe eine Ausbildung bei der Deutschen Telekom gemacht zum IT-Systemkaufmann. War im 2. Lehrjahr. Und ich habe morgens meine E-Mails gecheckt, noch auf meinem alten Desktop-Computer im Kinderzimmer. Und guck so E-Mail, also hier UFC-Vertrag und sowas. Und das war so surreal. Und ich habe erstmal gedacht, das ist Spam. Dann bin ich halt irgendwie, es war die E-Mail von Tim, dass er halt sagt, hey, da läuft was, da könnte was passieren und so weiter. Und es war dann so surreal. Und dann irgendwie eine Woche später, an meinem 22. Geburtstag, ist er dann gekommen und hat mir den Vertrag auf den Tisch gelegt. Und dann war ich UFC-Kämpfer, ja, obwohl ich zu der Zeit noch Azubi war, im Kinderzimmer gewohnt habe, eigentlich nur 2-mal die Woche Training hatte und deshalb die Story mit dem Jugendhaus. An den Tagen, wo unser Gym nicht offen hatte, durfte ich im Jugendhaus trainieren. Wir hatten im Jugendhaus in Balingen, hier hatten wir oben so einen kleinen Raum, da haben wir halt Matten ausgelegt, einen Boxsack und da habe ich wirklich so mit meinen Kumpels, die nicht mal richtige MMA, hier gab es keine MMA-Kämpfer, ja. Mit meinen Jungs halt, die auch halt so ein bisschen Bock hatten zu trainieren und so, mit denen habe ich mich dann tatsächlich auf mein UFC-Debüt vorbereitet. Und immer wenn ich konnte, und es war als Azubi natürlich schwer, sich dann irgendwie für längere Zeit rauszureißen, bin ich immer nach Polen gefahren und habe dort trainiert, weil da der Sport einfach weiter war wie hier in Deutschland, ja. Und das waren die Anfänge damals. Das ist, also ich... An sich ist es ja nur 20 Jahre ungefähr her. Ja. Wann war das? 2003 war... Ja. War der erste Kampf und UFC-Debüt war 2008. Also ja, was sind wir jetzt? 2024 sind 16 Jahre. Ja. Das Ding ist halt, ne, zum Beispiel von, ich weiß, 2004, ne, bis jetzt 20 Jahre, da ist zum Beispiel Cristiano Ronaldo, glaube ich, hat das erste Mal ein großes Turnier gekämpft. Das heißt, es gab schon den besten Fußballer, also es ist eine Generation Fußballer. Wie viel hat sich da im MMA-Sport getan hier in Deutschland? Ja. Wir kommen von Jugend aus trainieren zu irgendwie Lanxess Arena fast ausverkaufen. Ja. So. Das ist wirklich unglaublich. Wie war das für dich als junger Typ? Kommt aus dem Kinderzimmer, seine Tasche gepackt, mehr oder weniger, dann da zu diesem Event gefahren. Wie war das Gefühl? Unbeschreiblich. Also ich habe, sage ich mal, ich war wirklich ein Dorftrottel. Ich meine, das bin ich tief im Herzen immer noch. Aber ich habe von der Welt außer Balingen und meine Heimat in Polen nichts gesehen. Wir hatten nicht die finanziellen Mittel und plötzlich bin ich irgendwie vor meinem UFC-Debüt bin ich schon nach Vegas eingeladen worden. Damals war die UFC ja viel kleiner, das war alles viel persönlicher. Ich habe Dana persönlich kennengelernt und sowas. Damals hatte die UFC nicht mal 200 Kämpfer auf dem Roster. Krass, ja. Und dann haben die mich zur Vertragsunterzeichnung nach Vegas eingeladen, haben mir eine Kamera geschenkt, dass ich Videoblogs machen kann. Okay. Da gab es ein Seminar über Doping. Da habe ich dann Handschuhe bekommen, mit denen ich trainieren kann. Das lief damals noch anders wie heute. Ja, ja. Und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben in den Flieger gesessen und bin nach Las Vegas geflogen. Und als ich aus diesem Flieger rausgekommen bin, das war wie, wenn man mich heute irgendwie zum Mars geschossen hätte vom Erlebnis. Ist ja einfach so. Krass. Und da habe ich in der Zeit solche krassen Sprünge gemacht als Person und natürlich auch als Sportler. Das ist unbeschreiblich. Ich weiß heute so rückblickend gar nicht, wie ich das alles gepackt habe, auch von den Eindrücken her. Und ich hatte ja nebenbei noch meine Ausbildung laufen, die habe ich nicht beendet. Also ich habe die noch abgeschlossen. Achso, du hast die dann noch fertig gemacht? Ich habe die fertig gemacht. Ja, ja. Ich wollte eigentlich abbrechen, aber meine Eltern hatten mich gebeten, das nicht zu machen, weil ich habe für mein UFC-Debüt $2000 bekommen. Also das waren ja auch keine Finanzen, wo man jetzt sagen kann, auf die kann man sich zurücklehnen oder sowas. Das war nicht so. Und deshalb war das meinen Eltern halt wichtig, dass ich die Ausbildung fertig mache. Meine Ausbilder haben mich damals halt auch noch unterstützt. Und ich hatte die Theorieprüfung eine Woche vor meinem UFC-Debüt und die praktische Prüfung eine Woche nach meinem UFC-Debüt. Also wie so ein Sandwich. Es war Theorieprüfung, eine Woche darauf UFC-Debüt, eine Woche danach die praktische Prüfung. Und nach diesen 3 Wochen saß ich irgendwie so wieder im Kinderzimmer und dachte mir, boah, das war jetzt echt eine verrückte 3 Wochen. So, ja, weißt du?
und ich war bei meinem UFC-Debüt auf der Fightcard mit Wanderlei Silva. Der ist damals direkt von Pride zu UFC gekommen und Legende. Als ich den vor mir gesehen habe, war ich nur so, oh. Sieht auch schon scary aus. Ja, als hätte ich Gott gesehen, so, weißt du. Wer war noch auf der Fightcard? Mirko Krokop hat gekämpft, Alter, Kane Velasquez, Jack Kongo, Dan Hardy, also eine richtig starke Jungs, die Topstars von damals, und plötzlich war ich mit diesen Jungs am Frühstücksbuffet und habe dort halt kämpfen dürfen gegen die damalige Nummer 8 in der Welt und ich mit 22, also das war krass, komplett surreal. Das war ja auch so, dadurch, dass es halt weniger Kämpfer gab, konntest du halt nicht zu einer Veranstaltung, sage ich mal, C und D Material schicken, was man jetzt nicht auf den Fight Nights hat, aber ich sag mal, die UFC Fight Nights heutzutage sind ja auch nicht so stark intensiv besetzt. Damals, wie du hast es angesprochen, da müssen ja, also das war ein Name, ja. Ist ja wirklich unglaublich. Ja, ja. Und ich war, das muss ich sagen, also damals dachte ich, genau, ich bin wirklich da hingegangen und ich dachte, ich hau alle weg. Das war wirklich, ich meine, man muss als Kämpfer so eine Einstellung haben, safe, wenn du denkst, so, ich weiß nicht, dann wirst du auch verlieren, aber ich war so, ich hau eh alle um und so, kein Problem und so, mit dieser Einstellung bin ich halt reingegangen. Ich wurde dann eines Besseren belehrt, weil ich habe meine ersten drei Kämpfe dann. Jetzt rückblickend bin ich stolz auf diese Performance, weil ich habe mit Weltklasse-Kämpfern, mit zwei Ultimate Fighter-Gewinnern gekämpft, mit Paul Taylor, der damals die Nummer 8 in der Welt war, und ich bin mit denen über die Zeit gegangen, eigentlich als untrainierter MMR-Kämpfer, und so konnte ich zumindest mein Herz unter Beweis stellen, dass ich nicht aufgebe und so weiter, aber natürlich war ich von den Skills her lange nicht so weit, um auf diesem Niveau zu kämpfen, und das war natürlich schmerzhaft, das auch ein Stück weit dann zu erkennen. Und als UFC mich dann nach drei Kämpfen gecuttet hat, musste ich schon tief in mich gehen und halt überlegen, wie geht's weiter, mache ich weiter, wie sind die Perspektiven und so weiter. Und jetzt 20 Jahre später stehe ich hier. Ist eigentlich unglaublich, so der ganze Werdegang und die Geschichte. Weil, wir haben es auch schon mal angesprochen, ich glaube, es ist deutlich schwieriger, wenn du schon mal, ich habe es irgendwie so am Honig genascht hast, quasi in der UFC warst, dann raus war, da nochmal so die Motivation zu finden, zu sagen, okay, ich mach's jetzt nochmal trotzdem, so scheißegal. Ich glaube, du hast danach auch 5 Kämpfe oder so eindrucksvoll gewonnen und wurdest dann quasi neu wieder reingeholt. Erzähl mal, wie war für dich, du hast ja kurz angesprochen, war für dich dieses Aufgeben oder wie war das bei dir im Kopf, so dieses Abwägen, mach ich's nochmal, mach ich's nicht? Ja. Also, erstmal habe ich mal einen Monat oder so wirklich gar kein MMA mehr gemacht. Ich habe wirklich eine Pause gebraucht, war auch so, ich will nicht sagen depressiv, aber ich hatte keinen Bock, ich hatte auch keinen Bock mit meinen Kumpels mich zu treffen und so. Ich bin zu der Zeit viel zu Hause gewesen, einfach mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, habe viel gezockt, wollte eher für mich sein und habe das irgendwie so für mich verarbeitet. Habe dann aber relativ schnell erkannt, so okay, das kann es halt nicht gewesen sein. Ich mache halt weiter, trainiere mal weiter, was soll ich denn sonst machen, so nach diesem Motto. Ja. Und ich kann mich halt an ein Erlebnis erinnern, was wirklich entscheidend war. Und es war, ich war in Brasilien trainieren für 6 Wochen und habe mir da eine schwere Infektion eingefangen. Musste dann nach Hause fliegen, wurde auch operiert, notoperiert, und ich hatte so eine Darmentzündung. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich eingeliefert wurde dann ins Krankenhaus, war Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, also nichts Wildes. Als ich aufgewacht bin von der OP, war es irgendwie 6-7 Stunden später, und dann haben die mich halt, war es halt total verballert aus der Vollnarkose auf, totale Schmerzen, haben mich erstmal übergeben müssen, und dann haben die Ärzte halt gesagt, hey, das war keine Blinddarmentzündung, wir wissen nicht, was es war, wir haben sowas noch nicht gesehen, aber wir mussten faustgroßen Klumpen aus deinem Bauch raus operieren und jetzt müssen wir halt warten, wie die Ergebnisse sind, das ist was sehr Ernstes, und ich hatte dann hohes Fieber und mir ging es total scheiße, ich war über einen Monat im Krankenhaus. Krass. Und die erste Woche, bis diese Laborergebnisse zurückgekommen sind, wo keiner mir sagen konnte, was das für eine Entzündung war, was das war, war das vielleicht ein Tumor und so weiter, weißt du nicht, ob du da überhaupt nochmal aus diesem Krankenhaus rauskommst. Mir ging es hundeelend, ich habe extrem abgenommen, ich hatte hohes Fieber, und dann ist man in so einem Moment, wo man einfach Revue passieren lässt und überlegt so, was war denn gut in meinem Leben, was war schlecht, was würde ich denn jetzt nochmal machen wollen, wenn ich wieder gesund werde und so weiter. Und da hatte ich diesen Moment, wo ich dachte so, hey, ich muss zumindest einen Sieg in der UFC holen. So, ich habe jetzt diesen Sport oder Kampfsport mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe es bis in die UFC geschafft, konnte mich da irgendwie nicht beweisen. Ich habe danach schon wieder die ersten Kämpfe gehabt. Also vor meinem zweiten Run habe ich wieder Kämpfe gehabt. Und als ich in diesem Krankenhaus lag, dachte ich mir so, hey, ich würde nicht glücklich sterben, wenn ich nicht zumindest einen fucking Sieg in der UFC holen würde. So. Und dann bin ich halt wieder gesund geworden. Es hat lange gedauert, bis ich wieder kämpfen konnte.
und bis ich überhaupt wieder trainieren, bis ich überhaupt wieder gerade auslaufen konnte. Aber da war so dieses Feuer wieder zu 100% entfacht worden und dann, Gott sei Dank, hat es halt alles auch geklappt, dass ich dann nochmal eine zweite Chance bekommen habe und mein zweiter UFC-Run dann erfolgreicher war als der erste auf jeden Fall. Deine Trainingsstruktur zu dem Zeitpunkt? Also war das dann schon, dass du gemerkt hast, okay, bei dem Kampf, ich kann nicht nochmal im Jugendzentrum anklopfen, dann nach einer Mattenfläche fragen. Wie hast du dich strukturiert? Du hast gesagt, du bist nach Brasilien gegangen für Trainingscamps. Erzähl mal. Ja, also ich habe viel, wir haben hier bei Planet Eater den Sport in Balingen in den letzten Jahren aufgebaut, aber selbst bei meinem zweiten UFC-Run waren hier die Strukturen lange nicht so gut, wie sie jetzt sind. Und ich war immer gezwungen, ins Ausland zu fahren, um zu trainieren. Und wie gesagt, so die erste Station, das war bei meinem ersten UFC-Run, war halt Polen. Da war ich super viel in Polen. Und dann habe ich halt den Weg nach Amerika gefunden. Ja. Ich habe dann meinen Sensei Dean Lister kennengelernt. Ich werde ihm auch ewig dankbar sein, weil ich durfte immer gratis bei ihm zu Hause wohnen, in San Diego. Und das ist halt natürlich auch nicht selbstverständlich. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit in Kalifornien gebracht. Also ich habe das mal zusammengezählt. Wenn man die ganze Zeit, wo ich in Kalifornien war, zusammennimmt, sind das 3 Jahre, die ich dort verbracht habe. Und in 3 Jahren passiert natürlich viel. Mhm. Habe dort viel trainiert, viel gemacht. Und die ganze Welt bereist. Also ich war auch öfter in Brasilien zum Trainieren. Ich war, keine Ahnung, bestimmt 10 Mal in Thailand insgesamt, in Phuket und so, und habe dort trainiert. Und ja, im Prinzip war ich so ein, was das angeht, ein Journeyman. Ich bin viel umhergereist, habe viel an anderen Orten trainiert, habe dann immer das Wissen nach Hause gebracht und dann hier mit meinen Jungs, sage ich mal, das geschliffen, weshalb wir hier auch in Balingen ein hohes Niveau haben, weil das ist ein Stück weit das Wissen der ganzen Welt, ja, was sich hier jetzt sozusagen in Balingen versammelt hat. Und zum Ende meiner Karriere war man dann halt wirklich so weit, dass ich hier so eine Struktur hatte, dass ich mich dann auch zu Hause zu großen Teil vorbereiten konnte, weil ich einfach gute Leute hatte, meine eigenen Leute. Und auch die finanziellen Mittel dann, um Leute von außerhalb zu holen. Also ich habe dann öfter einfach Top-Kämpfer auch aus dem Ausland geholt, die wochenlang hier bei mir waren und sich hier mit mir vorbereitet haben. Total. Wie kam es bei dir zu dem eigenen Gym, quasi Planet Eater? Ich denke mal, es hat sich ja dann aufgrund der Trainingsstrukturen, die du hattest, so entwickelt, dass du irgendwie was Eigenes machen musst. Wie waren da so die Anfänge mit dem Planet Eater Gym? Also die Anfänge waren, ich habe mich mit meinem alten Gym, mit diesen Self-Defense-Guys so ein bisschen in die Haare bekommen, weil die mir nicht ermöglicht haben, mehr zu trainieren. Da ist es damals an den Heizkosten gescheitert. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich brauche eine eigene Halle. Ich brauche eine eigene Halle. Ja, es war mehr oder weniger ein Raum, den ich dann angemietet habe. Und dann haben wir halt statt im Jugendzentrum, haben wir dann im ersten Planet Eater Gym sozusagen trainiert. Und aus dem ist es quasi entstanden. Das war kein kommerziell geführtes Gym. Da gab es auch kein Gewerbe oder kein Verein, sondern es waren einfach ein paar Jungs, die einen Schlüssel hatten und die sich in diesem Raum getroffen haben zum Trainieren. Und aus dem ist dann das jetzige Planet Eater entstanden, sage ich mal. Aber war das dann auch schon, oder warst du kaufmännisch, sage ich mal, dann schon so weit für dich selber, dass du sagst, okay, guck mal, mein Körper macht nur x Jahre mit, also ich kann nicht kämpfen, bis ich 60 bin. Du hast die Verdienste der UFC angesprochen, klar, die wurden dann besser, aber das reicht auch nicht, um eine mehrköpfige Familie jahrelang zu ernähren, dass du bewusst gesagt hast, ich baue mir quasi ein zweites Standbein auf. Nein, das hat sich mehr oder weniger selbstständig entwickelt und sage ich mal, das kommerzielle Interesse ist erst gekommen, als ich angefangen habe, über mein Karriereende nachzudenken. Mhm. Das war so 2019 sowas, 2018 nach dem Kampf gegen Leon Edwards. Mhm. Da habe ich so das erste Mal angefangen drüber nachzudenken, weil zu der Zeit war meine Frau dann schwanger mit dem ersten Kind. Wir wollten halt immer 3 Kinder haben und die relativ eng beieinander. Und da war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt drüber angefangen habe nachzudenken, scheiße Mann, ich muss mal anfangen Kohle zu verdienen. Und ich war finanziell gut aufgestellt, ich habe dann bei meinem zweiten UFC-Run solides Geld verdient, hatte ein paar gute Sponsoren. Und was ich sagen muss, mein zweites Standbein war lange Zeit die Seminare. Also ich war viele Jahre ein sehr gefragter Seminar. Bei uns, wie gesagt, der erste Seminarleiter. Da haben wir uns getroffen und es war nicht nur Braunschweig, sondern deshalb bin ich auch so gut vernetzt in der deutschen Szene, weil ich glaube, ich in jedem Gym schon mal ein Seminar gemacht habe. Und es war, das war eigentlich so das zweite Standbein eher. Und das Gym, was ich hatte in Frommern und danach in Biesingen, da bin ich mehr oder weniger auf Null rausgekommen, weil dadurch, dass ich so viel weg war, bräuchte ich immer Personal. Und ich war immer froh, wenn ich das Personal, wenn ich die Miete, wenn ich die Heizung, den Strom und so weiter bezahlen kann und das alles ohne mich läuft. Das war eigentlich mein Ziel. Und wenn man so denkt, dann hat man ja auch nicht die Ambition, daraus jetzt ein großes Business zu machen. Und das ist halt erst später gekommen.
Und gut, dass es halt sich halt so entwickelt hat, weil jetzt stehen wir kommerziell, also finanziell stehen wir sehr, sehr gut da, haben viele Mitglieder, haben sehr gute Sponsoren und das ist halt auch ein Mitgrund, weshalb wir auf so einem hohen Niveau operieren können, weil mit der ganzen Leidenschaft und mit der ganzen Liebe, aber man braucht auch Geld, um Sport auf so einem Niveau machen zu können. Das ist einfach so. Wer waren deine ersten Wettkämpfe, die du selbst produziert hast? Ich habe gerade drüber nachgedacht, überlegt. Ich glaube, Mert ist mir eingefallen, aber ich kenne natürlich auch nicht alle. Wer waren so die ersten Jungs, die du selbst in den Käfig gebracht hast? Also Mert ist noch nicht mal die erste Generation von Kämpfern. Mert ist sogar schon eher zweite bzw. dritte Generation von Wettkämpfern. Ja. Also tatsächlich die ersten Kämpfer, die ich mit an den Start gebracht habe, die Kann man sind. Kranjotakis sogar nennen? War? Ja, Also Andreas ich war vorbei. bei Big Daddy, war ich bei so gut wie, ich würde mal sagen, bei zwei Drittel seiner Fights Ja, war ich bei krass. ihm in der Ecke. Und Andreas hat viel Zeit in Balingen verbracht. Und wir haben viele gemeinsame Trainingsstunden gehabt. Wobei sogar er eher schon zur zweiten Generation Echt? Ja, krass. gehört. Also wir haben tatsächlich Kämpfer gehabt, die noch vor den Jungs gekämpft haben. Das sind so Namen wie zum Beispiel Nenad Brezovec, Michalio Michniak. Die kennt man heute nicht mehr. Das sind halt Jungs, die Anfang der 2000er Jahre Okay. in Leipzig damals gekämpft haben, im Osten. Ich kann mich an Wettkämpfe in Holland, in Belgien erinnern. Es gab nicht viel in Europa. Das, was es gab, haben wir halt probiert, halt mitzunehmen. Und das waren die ersten Jungs, die ich betreut habe, die ich trainiert habe, beziehungsweise wir haben uns gegenseitig betreut und trainiert, ja. Dann Dima Götte, Kostja Götte, die waren damals halt auch sehr, sehr jung, aber haben auch schon früh international gekämpft und so. Und wenn ich jetzt mal, ich habe das auf meinem Laptop, habe ich die Liste mit allen Kämpfern, die ich in den Ring gebracht habe, und das sind weit über 100 professionelle MMA-Kämpfer, die ich betreut, aufgebaut habe und trainiert habe. Und wenn man alle Kämpfe nimmt, dann sind es auch schon weit über 1000 Kämpfe, die wir gemacht haben. Alleine, ich war allein auf 65 UFC-Events schon involviert, entweder als Kämpfer oder als Coach. Also da kommt mit den Jahren Stark, Mann. echt schon einiges zusammen. Und das Verrückte ist, immer wenn ich denke, ey, ich habe jetzt alles gesehen, passiert wieder irgendwas, wo ich denke, so Gott verdammt, ey, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. So. Kannst du mal irgendwie sowas einwerfen? Was wäre zum Beispiel, wo du sagst, boah, ey, das glaubt mir in Anführungsstrichen keiner. Hast du irgendwie so aus dem Stegreif, ich weiß immer schwer, so nach was Verrückten zu fragen? Es sind so viele verrückte Sachen. Eigentlich ist jedes Wochenende verrückt. Ja. Eigentlich passiert jedes Wochenende irgendwas Verrücktes, aber da muss ich nochmal in mich Ja, gehen. geil, ich Da wollte dich jetzt muss ich nicht. nochmal in mich gehen. Und ich meine, viele von diesen Geschichten sind halt auch Ich muss mal. nicht jugendfrei, ja. Und das würde ich nicht so gerne am Podcast erzählen. Das kann ich dann erzählen, wenn die Ja, Mics aus sind. verstehe, Aber das sind verstehe. dann oft die lustigen Geschichten. Aber keine Ahnung, was weiß ich. Also tief irgendwie in Russland, wo du dann irgendwie deine Kampfgage abholen gehst und da sitzt halt ein Typ mit einer Knarre und du hast halt drei Haufen mit Geld, einmal Rubel, einmal Dollar und einmal Euro und du kannst dir halt aussuchen, in welcher Währung du denn ausbezahlt werden möchtest, so, weißt du? Ja, und ja, das hört sich jetzt nicht so verrückt an, aber wenn du in dem Moment in Ja, dieses ich. Büro gehst und dort halt stehst und die Jungs dir halt anguckst und du denkst, Euro bitte, so, weißt Hört sich schon du? verrückt Krass, an. Mann. Was mich interessieren würde, ist, wie wart ihr damals, gerade zu den Anfangszeiten, vernetzt hier in Deutschland? Weil es gab ja einen Daniel Weichel, der mir jetzt so spontan einfällt, der ähnlich lange in der Szene ist. War das dann auch so, dass man geguckt hat, ey, guck mal, lass uns mal irgendwie zusammentun, weil du kennst in der Nation, also dass man da die Community irgendwie gebildet, oder hat damals auch schon so ein bisschen jeder mehr so sein eigenes Ding gemacht? Nee, es gab auf jeden Fall starke Allianzen. Natürlich, das war halt auch nötig, weil es gab wenig Gyms und in jedem Gym gab es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Kämpfer oder so. Und wir haben uns da natürlich früh angefangen, zusammenzutun. Und ich war hier natürlich gut mit den Jungs aus dem Süden vernetzt. Also einer meiner Haupttrainingspartner und Sparringspartner und auch bis heute bin ich sehr, sehr gut mit ihm befreundet. Pascal Kraus. Pascal Kraus, ja. Der Zum war doch auch in San Diego dann der war, wahrscheinlich, ja, ne? genau, Lange der war auch, Zeit, wir ja. haben mehrere Monate auf engstem Raum miteinander verbracht, auf jeden Fall. Also wir haben mehrere Trainingscamps zusammen gemacht. Wir haben uns zusammen auf UFC Oberhausen damals vorbereitet. UFC 115 war das oder sowas. Da waren wir 3 Monate zusammen in San Diego und auch danach, also auch hier in Deutschland, haben wir viel zusammen trainiert mit Gregor Herb. Damals, das war einer meiner Haupttrainingspartner, Alan Omar.
War auch da aus Stuttgart. Aber auch damals die Jungs aus München, zum Beispiel Stefan Pütz hat mit mir trainiert, noch lange bevor er zum MMA Spirit gegangen ist. Ah, ja? Okay. Da hat er in meinem ersten Gym in Frommann auf der Matte gepennt. Also der junge Stefan Pütz mit Anfang 20 war halt auch schon bei uns. Und Popek zum Beispiel. Auch Popek hat damals noch 70 Kilo gewogen. Wenn ich mir den jetzt angucke, was das für ein Tier ist. Ich kenne den halt, wo der halt noch Teenager war. So. Oder vielleicht Anfang 20. Ja, klar. Und da geht man schon... Wenn man zurückguckt, das sind viele, viele Leute, die hier ein- und ausgegangen sind und mit denen man zusammen trainiert hat. Aber ich war dann immer, also wenn ich rausgegangen bin, dann bin ich meistens ins Ausland gegangen und habe dann geschaut, wenn ich in Deutschland bin, dass ich die Leute eher zu mir hole. Dadurch, dass ich einfach immer schon ein eigenes Gym hatte, wo ich hatte auch immer in jedem, alle meine drei Gyms hatte ich immer Gästezimmer. Weil das war mir einfach wichtig, dass man Leute herholen kann, die dann auch da pennen können, dass du keine zusätzlichen Kosten mit Hotels hast und so weiter. Also ich hatte schon sehr, sehr früh eine Infrastruktur, um Leute quasi herholen zu können. Das war gut. Ja, ja. Du hast angesprochen, 65 UFC-Events hast du begleitet. Man denkt immer so an krasse Stars, wenn man UFC hört. Was war so die verrückteste Persönlichkeit, die du kennengelernt hast oder die dir im Kopf geblieben ist? Ja, also ich sag mal, meine Top 3 UFC-Events, wo ich live war, war... Und es ist schwer zu sagen, was jetzt die Nummer 1 war, was die Nummer 2, Nummer 3. Ich sag mal, alle drei. Ein so ein krasses Ding war Brock Lesnar gegen Cain Velasquez. Das war damals in, ich weiß nicht mehr welcher UFC das war, aber das war in LA. Und dort habe ich den Undertaker getroffen, das war natürlich ein Highlight. Da gab es doch sogar so, wo der Undertaker und Brock Lesnar so Da ist er, als Brock nach dem Kampf rausgekommen ist irgendwie der Undertaker aufgestanden, dann haben die sich kurz böse angeguckt. Ich saß direkt daneben, also ich war da irgendwie 5 Meter davon entfernt und das war so. Peter hat so die Augen verdreht. War natürlich ein geiler Moment. Und auch allgemein, also der Kampf und die Stimmung dort, das war einfach Wahnsinn. Der Kampf, also ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, Cain Velasquez gegen Lesnar, hat Brock Kampf. Zerstört halt, ja. Aber die Stimmung in der Halle, weil du hattest halt auf der einen Seite, das war in LA, also du hattest die ganzen Chicanos, die ganzen Essays, die da halt am Start waren, um Velasquez zu unterstützen, und auf der anderen Seite diesen, ich sag mal, jetzt ein bisschen böse gesagt, diesen White Trash im Publikum, diese Wrestling-Fans, die auch völlig durchdrehen und so, und die Stimmung in der Halle und dieser Kampf und wie das alles verlaufen ist und wie viele VIPs dort saßen und so, war ein geiles Erlebnis, so, weißt du? Und dann auch zu sehen, so irgendwie die Handschuhe und die Hände von Brock Lesnar, ich habe die Handschuhe von ihm gesehen, das waren da so Spezialanfertigungen, weil es diese Größe halt gar nicht gab, und es war wirklich wie 2 Fäuste von mir und so. Ich glaube, die Leute unterschätzen gerade auch hier in Deutschland, was für ein Riesenstar Brock Lesnar in Amerika war oder ist mittlerweile, ne, durch seine WWE-Karriere halt auch. Also es war schon ein Riesending, als der damals in der UFC war. Ja, ist so. Das war ein Hammer-Event. Dann, was ich sagen muss, was echt geil war, das war UFC London, Michael Bisping gegen Anderson Silva. Krass. Das war, wenn man es jetzt so auf der Kamera anguckt, war das auch ein guter Fight, keine Frage, aber live dort gewesen zu sein, war nochmal irgendwie noch krasser, weil ich weiß nicht, ob ich erinnere, Ende der dritten Runde hat er dieses Flying Knee bekommen und alle dachten, der Kampf ist aus. Ja. Und die Kommentatoren haben dann relativ früh gesagt, hey, der Kampf ist nicht vorbei, es geht weiter, aber in der Halle, als du in der Halle gesessen bist, dachtest du wirklich, der Kampf ist halt vorbei. Und alle so stehen auf und gehen halt nach Hause, weil sie schnell zum Auto wollen. Und ich halt auch. Ich renne so die Tribüne runter, weil ich meinen Shuttle zurück ins Hotel erwischen wollte. Und plötzlich gucke ich so, der Kampf geht weiter. Und ich habe damals relativ viel Geld auf Bisping gesetzt. Ach so. Und das war, dadurch war es halt doch irgendwie so, fuck, der Kampf geht weiter. Und am Ende hat Bisping das Ding halt noch gedreht und gewonnen. Und deshalb war das so. Und ich tue wirklich, wirklich selten Geld auf Kämpfe setzen. Aber da war Bisping haushoher Underdog. Also es war eine sehr, sehr gute Quote, und ich war ja, heutzutage darf man das nicht mehr, aber damals gab es das noch nicht. Du bist in der Fight Week, du siehst ja die Kämpfer die ganze Zeit, und irgendwie hatte ich es im Gespür, dass Bisping das Ding macht, weil der war so motiviert, bei jedem Termin war der so wow und on fire. Und bei Anderson Silva, der kam damals direkt von seiner Dopingsperre zurück. Das war auch schon nach den beiden Niederlagen gegen Whiteman, glaube ich. Genau, oder? Genau. Ja. Nee, nach der ersten Whiteman-Niederlage war das, glaube ich. Hat er nicht direkt den Rückkampf? Kann ist ja auch sein. Scheißegal. Vielleicht waren es auch. Vielleicht. Aber er hatte nicht mehr diese unglaubliche Streak. Aber er war immer noch relativ, er war hype. Also wenn, dann war es ein, vielleicht waren es auch beide Whiteman-Niederlagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber man hat jetzt nicht gesagt, dass es Anderson Silva so Fallobst. Nein. Er war haushoher Favorit gegen Bisping bei Bisping zu Hause. Ja. Also das muss man sagen.
Aber Anderson war von seiner Energie und so, der war so, man hatte das Gefühl, er hatte keinen Bock. Und alle haben ihn natürlich auf dieses Doping-Ding angesprochen und so. Und man hat es ja auch im Kampf gesehen, er ist gut in den Kampf gestartet, aber dann hat Bisping das dann, Ding dann irgendwie gedreht und in der vierten und fünften Runde hat Anderson dann kaum mehr was gemacht und dann am Ende hat halt Bisping gewonnen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das daran lag, weil ich so viel Geld gesetzt habe und so viel Geld gewonnen habe dann bei diesem Kampf, ob ich deshalb so irgendwie emotional involviert war. Aber das war schon ein geiles Ding. Und Jotko hat an dem Abend auch einen geilen Kampf halt abgeliefert. Auf den habe ich halt auch gesetzt. Und so hat sich das dann multipliziert. Weißt du, da hatten wir auf jeden Fall eine gute Party in London. Nach den Fights. Das war so ein Ding. Und das dritte war Ronda Rousey gegen Holly Holm in... Warst du da? Da war ich. Ich habe dort gekämpft im Vorprogramm. Okay. Damals bin ich schwer K.O. gegangen gegen... ich habe seinen Namen vergessen. Da, wo ich diesen Frontkick in die Leber bekommen habe. Ach, dann sofort. Ja. Das war natürlich scheiße. Und normalerweise, wenn man so eine Niederlage eingesteckt hat, denkt man nur daran und ist halt total depressiv. Und aber ich saß danach im Publikum. Meine Frau hat mich überrascht. Die ist spontan nach Australien gekommen. Und dann haben mich so meine Kumpels ins Publikum gebracht und dann saß sie plötzlich da und dann habe ich die Niederlage, sage ich mal, irgendwie ein Stück weit vergessen gehabt und dann ging schon der Kampf los, Ronda Rousey gegen Holly Holm. Und das war auch so krass, weil das war in diesem riesigen Stadion, 55.000 Zuschauer, ja, und alle waren eigentlich auf Ronda Rouseys Seite, weil sie war damals noch der ungeschlagene Topstar, 12-0, alle gefinisht. Manche haben gedacht, dass sie sogar im UFC-Mittelgewicht die Männer weghauen würde und es war so, wie soll ich sagen, fast schon gottgleich war. Sie hatte so eine Aura. So eine Aura und jeder hat irgendwie daran geglaubt, also zumindest die Fans. Ich meine, als Kämpfer weißt du, dass es Blödsinn ist, dass sie niemals einen Luke Rockhold schlagen kann oder sowas. Ja? Aber sie hatte diese Aura und alle Fans waren halt auch mega Hype und so und der Kampf ging los und die ganze Halle Rousey und dann hat Holly Holm angefangen, den Kampf zu drehen. Ja, hat sie ins Leere laufen lassen und ist dann abgetaucht unter ihren Haken und das war auch ein ganz krasser Kampfverlauf. Und plötzlich knockt Holly Holm sie mit diesem Highkick aus. Und einfach diese Dramatik in diesem Kampf und auch die Stimmung in der Halle ist so von Ronda Rousey mit dem Kampf Richtung Holly Holm gekippt. Und das war, keine Ahnung, hat mich auch irgendwie mitgenommen. Obwohl ich da selber gekämpft habe auf der Undercard, habe ich das komplett vergessen gehabt und war so in diesem Kampf drin, dass mir das auch ganz, ganz heftig in Erinnerung geblieben ist. War auch einer der größten Upsets, so nach den Quoten, glaube ich, einer der größten Überraschungen, die UFC jemals hatte. War auch echt ein krasses Event und die australischen Fans sind auch echt, sag ich mal, passioniert und so, aber das war schon, wobei da gab es viele, viele andere, Mann, ich war bei McGregor Kämpfen live dabei, bei, was weiß ich, ich war mit Jotko in Brasilien nur zu zweit in Sao Paulo gegen einen Kämpfer aus Sao Paulo und Jotko hat das Ding halt gewonnen, da wollten sie uns lynchen danach und sowas, also da gibt es viele geile Stories. Ich habe sogar viele Stories schon vergessen, die eigentlich unvergesslich sind, aber weil so viel jedes Wochenende wieder Neues passiert, vergisst du das und dann irgendwann siehst du irgendwie ein Bild oder irgendjemand erzählt dir die Story und dann ist so wieder, what the fuck, ja stimmt, da wollten sie uns ausrauben und da war das. Also es ist echt ein schöner Lebensstil, sagen wir es mal so. Da hatten wir die Anekdoten, das hat reicht für fünf, ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn wir so unterhalten würden, dann könnte ich wahrscheinlich noch 100 mehr erzählen. Die kommen dann, weißt du? Du hast angesprochen, du hast einen Jotko, mit dem du dich auf viel vorbereitet hast, wissen wir. Wenn wir jetzt, oder wenn du jetzt mal durchgehst durch deine ganzen Reisen, welche Trainingspartner haben dich so am meisten im Positiven, vielleicht auch im Negativen verblüfft, wo du sagst, boah, der war physisch so ein Monster oder der war so gut, keine Ahnung. Ja, also ich muss sagen, die Besten, mit denen ich trainiert habe, ich fange mal in den jungen Jahren an. Eines Tages bin ich Tomasz Drwal über den Weg gelaufen. Ja. Sagt er euch was? Ja. Der war der erste. Ja, du bist noch jung. Du bist noch jung, Tom. Daniel ist eher der im Aspekt, was das angeht. Ja, ja. Tomasz Drwal war der erste polnische UFC-Kämpfer. Okay. Und der war Top 10 im Light Heavyweight. Und der hat zum Beispiel gegen Paul Harris gekämpft. Der hat gegen Thiago Santos gekämpft. Und der hat auch echt ein paar gute. Hat auch echt ein paar gute Siege geholt in der UFC. Hat sich dann gegen Paul Harris Kreuzband gerissen, weil er halt durchgezogen hat beim Heelhook und sowas. Und das war so einer, sag ich mal, meiner frühen Mentoren, weil ich war der zweite deutsche UFC-Kämpfer oder der zweite polnische UFC-Kämpfer, wenn man so will. Und wir haben uns dann eben in Vegas zufällig getroffen bei so einem Summit von der UFC und er hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche
genommen. Der hat mich dann, wegen ihm bin ich eigentlich nach San Diego gegangen. Das war nicht wegen Dean. Dean habe ich dort durch Zufall getroffen, sage ich mal. Aber ich bin zu Thomas Drall gefahren, der damals in San Diego gelebt und trainiert hat. Und das war so einer meiner ersten Mentoren und der war einfach schon damals auf so einem Level. Ich habe sowas nie gespürt. Und deshalb, ja, heute hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht, wow, krass, krass. Aber damals war das so ein Level up für mich mit dem zu, und er war natürlich, ich war Weltergewicht und ein kleines und er war Light Heavyweight, also da war auch dieser physische, und der hat mich nicht geschont, der hat mich einfach, jedes Training hat er mich verdroschen und nicht so ein bisschen, sondern der hat mich richtig, richtig verdroschen und ich bin jedes Mal immer wieder hingegangen und habe mit ihm trainiert, dadurch habe ich mir seinen Respekt, sage ich mal, verdient, aber da habe ich echt heftig kassiert. Und es war so einer, wo ich sage, der ist mir echt in Erinnerung, den werde ich nie vergessen, wie der mich verprügelt hat, all die Monate. Dann, wo ich sagen muss, wo ich trainiert habe und den ich jetzt zum Beispiel nicht so stark fand, war dann auch in den Early Days, war Rashad Evans. Ach, echt? Der war ringerisch sehr gut, aber ich kann mich erinnern, der hat mir immer seinen Rücken gezeigt und ich habe seine Back, also in den Sparring Sessions habe ich immer seinen Rücken geholt und ihn öfter mal ausgechoked. Krass. Und es war dann so, wow, krass, Alter. Und der war damals Champion oder war kurz davor oder kurz der danach irgendwie Champion. Der hat eine der krassesten Knockouts gegen Liddell rausgehauen, ja, diese Overhand des Grounds. So, das war ja, der war richtig hyped. Also, und als der in diesem Hype war, der ist immer wieder zu Dean zum Trainieren gefahren, um sein Grappling halt aufs nächste Level zu bringen. Und da durfte ich viel mit ihm grappeln, weil ich halt auch mit Dean war. Und es war so ein Erlebnis, wo ich so dachte, so hey, ich habe das Zeug dazu, also zumindest grapplerisch, und das war ja immer auch meine Stärke, muss man sagen. Ich war schon immer ein guter Grappler, auch in den jungen Jahren war ich echt stark am Boden. Und da habe ich halt auch solche, einen UFC-Champion, der zwei Gewichtsklassen über mir ist, habe ich halt submitten können. Und das war halt auch so eine, sag ich mal, Light Heavyweight Champion, genau. Ja, genau. Das war eine geile, geile Bestätigung. Leute, guckt euch, falls ihr Ultimate Fighter eine geile Staffel sehen wollt, guckt euch Rashad Evans gegen Rampage Jackson an. Ich glaube, ich weiß, 14 oder 16. Ja. Da war Ultimate Fighter lustig, weil die haben sich ja wirklich gehasst und da haben wir viel gesehen. Das war so ein Ding. Dann muss ich sagen, tatsächlich, und Gruß, falls ihr vielleicht zuguckt, aus Deutschland, einer meiner furchteinflößendsten Sparringspartner, Jonas Bildstein. Den hat man nicht so auf dem Schirm. Der ist leider, das sage ich jetzt einfach mal so, weil er auch nicht mehr kämpft, das war ein Trainingsweltmeister. Der hat diese PS, der war so stark auf der Matte. Ich habe wirklich, und ich habe auf der ganzen Welt trainiert, in allen Ländern. Ich habe selten so einen starken Sparringspartner wie Jonas Bildstein gehabt. Aber er war trotzdem ein guter Kämpfer, also keine Frage. Cage Warriors, glaube ich. Er war Cage Warriors Champion und er hat auch schon irgendwie mit 18 Jahren als junger Kerl, hatte damals Hans Stringer besiegt, der ein absoluter MMA-Veteran in Europa war, irgendwie mit 25 Fights und so. Also Jonas war schon auch ein Stück weit ein Wunderkind, aber der hat dann irgendwann mal, hatte ich so das Gefühl, die Leistung, die er im Training auf der Matte gebracht hat, die hat er nicht geschafft, im Kampf zu zeigen. Und deshalb ist er so in der deutschen Szene jetzt für Leute, die nicht so eng mit ihm zu tun hatten, ist er so, ja, respektierter, guter Kämpfer, aber den hat man nicht so auf dem Schirm, wenn man über die besten deutschen Kämpfer spricht. Ja. Und das war er für mich. Also zumindest auf der Matte war das so einer, wo ich echt mit die härtesten Sparring-Sessions hatte. Krass. Woran glaubst du, liegt sowas? Weil es ein sehr, sehr interessantes Thema. Weil es, ich glaube, das kennt man auch in jeder Sportart. Leute, die im Training, wo du denkst, ey, die sind unantastbar, das sind so die krassesten, die es überhaupt gibt. Und manche, die, da denkst du im Training, boah, was ist mit der? Also der wird keine Runde überleben und dann im Kampf aufblühen. Glaubst du, dieser psychologische Part ist entscheidend? Ganz klar. Das ist ganz klar der psychologische Faktor. Und du hast halt Leute, die unter Druck, das siehst du auch im Sparring. Wenn du im Sparring eine ganz starke Drucksituation hast, wo jemand dir probiert, den Kopf abzureißen, den einen macht es klein und den anderen macht es groß. Das ist einfach so. Und es gibt Leute, die können mit diesem Druck besser umgehen als andere. Und es gibt Leute, die unter Druck Weltklasse-Leistungen erbringen. Ja, das ist zum Beispiel so ein Stichwort, ist halt Arjan. Ich will jetzt hier nicht unsere Trainings-Secrets, sage ich mal offenbaren, aber er ist einer unserer besten Performer. Aber es gibt Jungs auf der Matte, die bei uns, die hast du nicht auf dem Schirm, aber die sind zumindest im Sparring, können die den schlagen, sage ich mal, ja, oder schlagen ihn regelmäßig. Aber in einem Kampf weiß ich, dass es trotzdem anders ausgehen würde, weil Arjan oder auch andere Typen sind solche Jungs, wenn da die Scheinwerfer leuchten, dann gehen sie halt auch auf. Und ich glaube, wenn du wirklich es an die Weltspitze treiben willst, dann brauchst du diese Qualität. Ja? Man kann sie auch ein Stück weit lernen und das kommt dann auch mit der Erfahrung, dass man schafft, irgendwie diese Nervosität zu kanalisieren und eher zu was Positivem zu lenken, aber das erfordert viel Arbeit hier. Manche haben das natürlich, das ist natürlich am besten, wenn man das einfach schon in sich trägt. Aber das ist schon auch etwas, was man
ein Stück weit sich erarbeiten kann, was man ein Stück weit beeinflussen kann. Wobei man auch ganz klar sagen muss, auf der anderen Seite, manche kriegen das nie in den Griff, diesen, mit diesem Druck umzugehen. Und die werden immer auf der Matte halt stark bleiben, gute Athleten, ambitioniert, professionell und alles, aber die schaffen es dann einfach nicht, im Druck diese PS auf die Matte, in den Cage zu bringen. Ist einfach so. Und es ist ganz klar was Psychologisches. Wenn du, also wie individuell kannst du dann auch noch auf die Kämpfer eingehen? Weil wir haben das mal, ich glaube in dem Podcast mit Mert und mit Sean hat man das sehr gut so im Vergleich gesehen. Und ich würde dich auch, Tom, so in Merts Richtung packen. Die brauchen extrem viel Training, um vielleicht auch so für sich eine Sicherheit zu haben. Ja. Und Sean zum Beispiel auf der anderen Seite, also nicht, dass er nicht trainiert oder wenig trainiert, aber er float, er ist lockerer drauf. Wie schaffst du es als Trainer, für jeden quasi individuell das zu erreichen? Oder schafft man das überhaupt? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, was ich früher nicht so gut gemacht habe, weil ich bin früher immer von mir ausgegangen. Mhm. Und ich war auch eher so, auch wie Tom oder Mert, da sehe ich mich auch eher so ein Schleifer. Ja. Ich habe viel von meiner Sicherheit über Arbeit gewonnen und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass du in so einem komplexen Sport wie MMA, dass du viel trainieren musst, um gut zu werden. Natürlich ist für den einen, der eine schafft mehr, der andere schafft weniger, aber auch ein Sean oder auch ein Emilio, also die Jungs, die ein hohes natürliches Talent haben und nicht ganz so viel Training brauchen, die trainieren trotzdem viel. Ja, klar. Die trainieren trotzdem viel, nur die trainieren dann nicht irgendwie 14 Mal die Woche, sondern vielleicht 8 Mal die Woche, aber das ist trotzdem nicht wenig Training, sage ich mal. Ja. Und das musste ich erst lernen, weil ich bin immer von mir ausgegangen und ich war immer dieser Schleifstein. Und habe immer so gedacht, zum Beispiel, Sean ist das beste Beispiel, ich habe schon lange nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl der schon lange bei mir im Gym trainiert. Und es waren so eher die Götter, Paul und Dima, die immer zu mir gesagt haben, hey Peter, supporte den mal mehr, nimm den mal mehr unter deine Fittiche, der hat echtes Zeug dazu. Und ich habe immer gesagt, so, der trainiert mir zu wenig. Er ist natürlich, ich werde ihn immer supporten, aber ich kann nicht so viel Energie in ihn reinstecken wie in jemand anderen, weil die anderen mehr auf der Matte sind. Und schaut mal, wo er jetzt steht. Ja. Und das war so eine Erkenntnis für mich, wo ich gesagt habe, so hey, vielleicht diese polnische Eselmentalität, die ich damit dieses Ostblock schleifen und du wirst nie gelobt, sondern es ist immer zu wenig und immer mehr machen und so, ist vielleicht doch nicht 100% der richtige Weg. So. Und da muss man sich die Leute, muss man sich einfach individuell angucken. Und wir haben hier in Balingen das große Glück, dass wir einen der besten Mental-Coaches oder Coaches bundesweit bei uns in Balingen haben, Holger Fischer. Ihr könnt ihn gerne mal googeln. Mhm. Es gibt auch mehrere gute Podcasts mit denen und Berichte. Der coacht sehr viele, sehr erfolgreiche Bundesligaspieler, Tennisspieler und so weiter. Und die gehen hier übrigens auch bei uns im Gym ein und aus. Man darf das nicht offiziell sagen, wer das halt ist. Aber wir haben hier Weltklasse-Athleten aus allen Sportarten, die über Holger zu uns ins Gym kommen, weil er halt eben der Meinung ist, dass Kampfsport gut für die ist, um irgendwelche psychischen Barrieren, sage ich mal, zu überwinden. Und ich unterhalte mich viel mit Holger über solche Themen und habe dadurch natürlich auch Weltklasse-Input eben von ihm. Und er hat mir das so erklärt. Es gibt Leute, er nennt sie HSPler, das sind hochsensible Persönlichkeiten. Ja? Und hochsensible Persönlichkeiten, die fühlen mehr, die sehen mehr, die empfinden mehr, aber die brauchen auch mehr Ruhephasen, um das ein Stück weit zu verarbeiten. Mhm. Ja? Und Holger kann relativ, er ist sehr gut darin, die Leute zu analysieren, ihre Psyche zu analysieren und was für Typen das sind. Und für manche funktioniert dieses Schleifen besser und für andere, für Leute, die sehr, sehr sensibel sind. Und das sind, nach außen hin siehst du das nicht, dass jetzt ein Sean, ein Emilio oder auch ein Arian, dass die eigentlich ganz sensible Jungs sind. Das siehst du nicht. Die haben diese taffe Schale, aber tief drinnen sind es sensible Jungs. Und diese Jungs, die können nicht so viel trainieren wie jetzt so ein Schleifstein wie Mert, der jetzt nicht so sensibel ist, ja, der eher so ein Holzklotz ist, sage ich mal. Und ein Stück weit diese Sensibilität von den Kämpfern ist dann auch ihre Stärke. Die sehen Sachen, die andere nicht sehen. Die spüren Sachen, die andere nicht spüren. Aber dadurch braucht ihr Nervensystem auch länger Zeit, um das alles zu verarbeiten. Und den kannst du nicht so schleifen, wie jetzt so ein Block wie Mert, sage ich mal. Und wenn du es probierst, und ich habe es probiert, mit Sean, mit Emilio und so weiter. Ich habe da auch probiert, meine Mentalität denen einzupflanzen. Und die waren dann ständig krank und verletzt. Und am Ende des Tages trainieren sie dann ja noch weniger, weil dann haben sie lange Pausen. Und dann haben wir dann irgendwann mal entdeckt, auch ich für mich als Coach, dann weniger ist mehr. Ja. Und das ist, würde ich mal sagen, bei einem Drittel der Athleten, so im Schnitt, würde ich sagen, ist es so, dass weniger mehr ist. Krass. Peter, wenn man jetzt mal so ganz, also ich weiß, es ist eine sehr, sehr weit gesponnene Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren so? Denkst du, du wirst, weil du hattest Veranstaltungen schon mal gemacht, macht dir das Trainerdasein so viel Spaß? Also führ uns mal durch, wenn du dir so im optimalen Fall vorstellst, wie die nächsten 5 Jahre für dich aussehen.
Das ist lustig, weil mein Schwager hat mich das vor kurzem auch gefragt, ja. Und da habe ich drüber nachgedacht. Ich bin gerade in so einer Phase, sage ich mal, drin, dass ich probiere, die Sachen, die ich jetzt habe und die schon stehen, sage ich mal, die zu perfektionieren. Weil ich habe 3 kleine Kinder zu Hause und ich will mir nicht zu viel neue Sachen und noch mehr neue Kämpfer und noch mehr Gyms und so weiter will ich mir jetzt gar nicht ans Bein binden, weil meine Kinder sind zwischen 1 und 5 und es ist jetzt so eine Phase, wo ich sehr wichtig für sie bin. Und da will ich möglichst viel Zeit, eben zu Hause verbringen. Und deshalb probiere ich jetzt, aktuell ist mein Mindset so, ich will das, was ich habe, perfektionieren. Aber ich habe kein Interesse daran, größer zu werden. Ja? Stichwort neue Kämpfer. Ich kriege wöchentlich Anfragen von Leuten mit Potenzial, mit Talent. Hey, ich will nach, jetzt hat mich die Tage, hat mich Kater angerufen, der Typ von Octagon. Octagon er will nach Balingen kommen und hier trainieren. Ich sage zu allen so, hey, ihr seid gern gesehene Gäste. Organisiert euch alle aber selber eure Unterkunft. Ihr dürft hier gerne trainieren, aber ich werde nicht euch weder managen noch coachen. Ich hab jetzt quasi Stopp gemacht. Also Einstellung. Also wir haben weiterhin die Tür offen für alle, das möchte ich auch ganz klar sagen, weil wir brauchen hier gute Trainings- und Sparringspartner. Aber ich möchte das Team nicht jetzt noch vergrößern und erweitern, weil ich nicht die Kapazität dazu habe. Ja? Deshalb jetzt aktuell ist das Mindset so, alles perfektionieren, alles verbessern. Und wenn meine Kinder größer sind, dann denke ich schon, dass ich das nochmal auf ein nächstes Level bringen kann. Stichwort neues Gym zum Beispiel. Wir kommen hier an unsere Kapazitätsgrenze, obwohl wir 1000 Quadratmeter haben. Krass. Kommen wir langsam an die Kapazitätsgrenze. Ich habe auch einen Investor, der uns komplett ein neues Gym bauen würde. Und da könnte ich sozusagen das Planet Eater Performance Institute hier in Balingen, in den Balinger Bergen aufstellen und sowas. Also es gibt schon Träume, es gibt Pläne in der Schublade, es gibt Ideen, die man machen kann, aber ich bin gerade eher so, dass ich probiere, mich ein Stück weit zurückzuhalten. Qualität über Quantität. Genau, ja. Qualität über Quantität. Und was ich definitiv sagen kann, ist, ich werde jetzt erstmal nicht irgendwie hier die Zelte abbrechen und irgendwie was Neues machen. Und ich habe gute Angebote bekommen. Ich hab sogar ein Angebot direkt von der UFC bekommen, als sie das Performance Institute in Shanghai aufgemacht haben, haben die einen MMA-Headcoach gesucht und denen ist es nicht entgangen, was ich hier mache und sowas. Und ich tue alle Sachen, oder aus Phuket Top Team, als Eric, der Headcoach, aufgehört hat, haben die mich angerufen und gefragt, ob ich nach Phuket kommen will. Und die zahlen verdammt gut. Ja, ja. Die zahlen verdammt gute Gage an Trainer. Ich könnte dort meine ganze Family mitnehmen und wir könnten dort leben wie Könige in Thailand. Ja. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Der einzige Job, den ich annehmen würde, ist, wenn Dana White abtritt und die UFC sagt, Peter, willst du Präsident der UFC werden? Dann würde ich sagen, okay, Leute, es war schön mit euch. Ich gehe nach Vegas, aber muss ich ehrlich sagen, mir kann keiner mit irgendwas kommen und sagen, hey, mach mal das und dass ich jetzt diesen Weg verlassen würde, weil ich habe mir das aufgebaut. Genau, und es läuft hier mehr oder weniger alles so, wie ich das halt gerne haben will. Ich bin absolut zufrieden und glücklich und deshalb, ich befinde mich auf einem guten Kurs und habe da jetzt nicht vor, da großartig irgendwas im Moment zu ändern. Hammer. Nein, bitte. Gibt es was rückwirkend jetzt auf deine MMA-Karriere, wenn du das so siehst, was du anders machen würdest und was würdest du jungen Leuten, jungen Sportlern, vielleicht auch wie mir mitgeben, um erfolgreich zu werden? Also ich würde tatsächlich einiges anders machen, aber auf der anderen Seite bin ich auch dankbar für jeden Fehler, weil dadurch bin ich vielleicht als Kämpfer nicht so gut gewesen, wie ich hätte werden können, aber dafür jetzt als Coach, als Manager habe ich so viel mehr Erfahrung und weiß halt eben auch, wie es nicht geht, dass ich das an die nächste Generation weitergeben kann. Und ich glaube, hätte ich in jungen Jahren nicht so viel auf eigene Faust machen müssen, wäre ich lange nicht so ein guter Trainer, wie ich jetzt bin, sage ich mal. Und das würde ich sagen, das war ein großer Fehler von mir. Ich war, so rückblickend gesagt, ich war zu arrogant. Es gab wenig Leute, von denen ich wirklich Ratschläge angenommen habe. Ich war zwar immer freundlich und nett, habe zu allem Ja und Amen gesagt, ja, mache ich, aber im Kopf habe ich immer gedacht, laber mal deinen Scheiß, ich mach das. Und da hätte ich mal, ich dachte oft, ich weiß es besser wie mein Gegenüber. Hab das zwar nicht so gesagt, aber hab das oft gedacht. Und rückblickend, einige Male war das mit Sicherheit so, aber oft halt auch nicht. Und ich hatte Mentoren und ich hatte Leute, die das einfach besser wussten. Und ich hätte deren Ratschläge annehmen sollen. Und ich habe auch diese Jungs jetzt im Kader, wo ich merke, die hören nicht immer auf mich. Die sagen zwar auch zu allem Ja und Amen, die hören nicht auf mich. Und da wünschte ich mir schon manchmal, dass die nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Aber ich bin den Jungs dann auch nicht böse.
weil ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ich selber auch so war. Deshalb, das ist dann nie persönlich, dass ich ihm gesagt habe, jetzt hau ab aus meinem Gym, weil du nicht auf mich hörst. Es gibt Leute, die müssen die Erfahrung einfach selber machen. Und das ist so ein Ding. Also auf Leute hören, die einfach weiter sind, erfolgreicher sind und mehr Erfahrung haben. Also auch das, sage ich mal, ein Stück weit annehmen. Und eben, wir haben ja vorhin über diese Schleifermentalität gesprochen. Das hat mich einfach viele Jahre meiner Karriere gekostet, weißt du? Dieses zu viel und mit Verletzungen, mit Krankheit trotzdem auf die Matte zu gehen. Und in jeder Sparring-Session, im Sparring war ich erst zum Ende hin wirklich in dieser Learning Zone. Ich bin in jedes Sparring mit der Mentalität gegangen, ich reiß dir deinen fucking Kopf ab. Und dadurch habe fast alle meine Siege durch Finish gewonnen, weil ich diese Mentalität einfach, sag ich mal, hatte. Aber ich bin der Meinung, wenn du dein Ego ein bisschen zurücknimmst, dass du einfach mehr lernst. Du bist dann mehr in dieser Lernzone, weil es einfach locker ist, spielerischer ist und nur da kannst du wirklich wachsen, sage ich mal. Und das habe ich zu spät auch entdeckt, sage ich mal, ein Stück weit. Also da hätte ich früher besser werden können. Und noch eine Sache ist halt, dadurch, dass ich früh mein Gym hatte, früh andere Kämpfer supportet habe, Seminare gegeben hat, musste ich immer mehrere Sachen gleichzeitig machen. Und manchmal, dadurch habe ich jetzt halt ein geiles Gym und ein geiles Team. Ich bin gerade mal 37 und stehe jetzt schon sehr, sehr gut da, sage ich mal, als Coach. Absolut, ja. Das ist ja schon, glaube ich, eher was Außergewöhnliches, dass man in dem Alter schon so ein Team, sage ich mal, aufgebaut hat. Das ist jetzt natürlich der Vorteil. Aber als Kämpfer denke ich schon, dass es vernünftiger wäre, das Ganze ein bisschen später anzugehen, dass ich mich länger nur aufs Kämpfen hätte konzentrieren können. Weil ich bin eigentlich seit Anfang 20, mache ich beides. Bin ich Coach, habe ich ein Gym, mache Seminare und war auch immer Kämpfer auf, sage ich mal, sehr, sehr hohem Niveau. Und dadurch hast du halt mehrere Bälle, mit denen du jonglierst. Und da ist der Fokus einfach so ein bisschen aufgeteilt. Aber ist auch schwer zu sagen, dass ich das bereue, weil dadurch geht es mir jetzt halt besser. Ja, man wüsste nicht, wo du sonst wärst. So, ne? Kann alles Vor- und Nachteile haben. Genau. Wir hätten uns jetzt wahrscheinlich hier nochmal für entspannte 3 Stunden hier weiter, könnten wir quatschen, ohne dass uns die Themen ausgehen. Leider lässt der Terminkalender nicht unsere kompletten Freiheiten zu. aber wie immer bei uns im Podcast würden wir dem Gast gerne die letzten Worte geben, um quasi den Podcast zu beenden. Dementsprechend, Peter, bitte, the stage is yours. Ja, was soll ich sagen? Schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir kommen können. Vielen Dank. Gerne. Wir können, wenn du das nächste Mal da bist oder wenn ich in Magdeburg bin, können wir gerne wieder einen Podcast machen. Und das wisst ihr auch, also jetzt sage ich jetzt im Privaten, also unter uns, auch wenn die anderen zuhören, ich habe ja gesagt, ich habe hier einen offiziellen Einstellungsstopp, aber Tom gehört noch mit zur Familie. Das haben wir ja besprochen gehabt, jetzt auch vor deiner Verletzung und vor deiner Krankheit. Und auch wenn deine Karriere jetzt, sage ich mal, ein Stück weit auf Eis gelegt war wegen den Sachen, die Tür steht hier immer noch offen und ich stehe dir immer, ob du jetzt in Magdeburg wohnst oder in Balingen wohnst, aber wir sind ein Team und das wird sich auch nicht ändern. Dankeschön, Mann. Genau, so ist es. Peter, vielen Dank nochmal, dass du uns hier wie immer so freudig empfangen hast. Fühlt sich immer super an, hier runterzukommen. Dementsprechend, Leute, folgt alle Peter bei Instagram, alles verlinkt. Das Planet Eater, ihr habt es gehört. Wenn ihr gutes Training wollt, eine coole Atmosphäre, kommt sehr, sehr gerne vorbei. Und wir können, wie gesagt, nur Danke sagen und bis bald auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, gebt ein Like und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.